willkommen zu unserer heutigen Pilates-Stunde. Wir gehen gleich mal auf unsere Matte. Wir brauchen nur eine Matte, mehr nicht. Und legen uns auch gleich mal in die Rückenlage. Okay, kommen wir noch zu den Grundregeln des Pilates. Zieh deine Arme schön tief, zieh die Schultern von den Ohren. Streck deinen Hals lang. Zieh deine Schulterblätter Richtung Popo. Zieh den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule. Beckenboden anspannen. Alles ist fest. Und dann üben wir nochmal die Atmung. Nimm deine Hände dazu einmal auf deine unteren Rippen. Atme durch die Nase tief ein und durch den Mund wieder lang aus. Zwei, drei Atemzüge. Brust wird ganz weit und deine Brust wird wieder ganz eng. Ausatmen. Bleib in dieser Atmung. Nimm dann deine Hände einmal unter deinen Rücken in dein Hohlkreuz. Stell die Füße fest auf. Atme tief ein und mit der Ausatmung durch den Mund drückst du mit dem Rücken deine Hände fest auf die Matte. Zieh dazu den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Spann deinen Beckenboden an. Halt ein bisschen die Spannung. Atme weiter durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und dann löst die Spannung. Noch einmal Nase atmet ein. Mit der Ausatmung durch den Mund zieh den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule. Drück deine Hände auf die Matte. Spann den Beckenboden an und löst noch ein letztes Mal. Und nochmal einatmen, ausatmen, Bauchnabel zieht fest, Beckenboden zieht fest, Sitzbeinhöcker ziehen zusammen. Und dann zieh vorsichtig deine Hände hinter dem Rücken hervor, leg die Arme ab und halt die Spannung im Bauch. Wir fangen an. Stell die Füße hüftweit auseinander auf dem Boden. Lass die Knie und Füße hüftweit. Und dann hebe einmal mit der Ausatmung den Bauch ganz weit hoch in die Schulterbrücke. Wir bleiben da oben. Bauch ist fest, Beckenboden ist fest. Eine Linie von den Knien bis zur Schulter. Und dann wieder weiter atmen. Mit der nächsten Ausatmung roll dich Wirbel für Wirbel für Wirbel in die Matte. Halt die Spannung. Tief Luft holen. Ausatmen. Schieb weit hoch in die Schulterbrücke. Atme weiter. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und mit der nächsten Ausatmung zieh wieder den Rücken tief. Roll Wirbel für Wirbel für Wirbel in die Matte hinein. Bauchnabel zieht fest zur Wirbelsäule. Füße bleiben da, wo sie sind. Arme und Schultern ziehen tief und dein Kopf lang. Einatmen, ausatmen, schieb nochmal ganz hoch. Achte darauf, dein Becken stabil zu halten, nicht zur Seite zu kippen. Geh dann ein kleines bisschen tiefer. Und halt deinen Oberkörper ganz fest. Atme weiter durch die Nase ein und durch den Mund aus. Die Füße fest im Boden. Heb dein linkes Knie einmal an und atme ein. Streck das Bein aus und atme aus. Einatmen. Strecken und Knie neben Knie stellen. Und einatmen. Ausatmen. Achtmal das Ganze. Achtmal ausatmen. Und sieben. Noch sechs. Noch fünf. Noch viermal. Luft holen. Ausatmen drei. Und ausatmen zwei. Und den letzten ausatmen, abstellen, einmal tief runterrollen. Wieder tief Luft holen durch die Nase ein, Mund atmet aus, zieh den Bauchnabel wieder zur Wirbelsäule, bring deinen Rücken in neutrale Position, halt deinen Bauch und deinen Beckenboden stabil. Und mit der nächsten Ausatmung schieb wieder weit hoch in die Schulterbrücke. Füße fest im Boden, Becken stabil. Geh wieder ein kleines Stück tief und halt die Spannung.
Ganz doll festziehen. Luft holen, zieh das rechte Knie zur Brust. Ausatmen, streck das Bein, beide Knie sind nebeneinander. Einatmen, aus. Einatmen, aus. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Achtmal noch, aus. Siebenmal, atme aus. Und sechs, aus. Und fünfmal, aus. Viermal noch, ausatmen. Dreimal noch, ausatmen. Zweimal, aus. Und den letzten, strecken, absetzen, langsam abrollen. Wirbel für Wirbel in die Matte hinein. Lass den Bauch einmal locker. Füße stellen sich wieder auf. Knie und Füße hüftweit auseinander. Atme wieder tief durch die Nase ein und mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel ganz fest zur Wirbelsäule. Die Sitzbeinhöcker ziehen zusammen, der Po wird nicht zusammengepresst. Halt die Spannung im Bauch und im Beckenbodenbereich. Wir halten wieder die Spannung und gehen mit der nächsten Ausatmung noch einmal nach oben. Dann wieder das kleine Stück tief. Halt dein Becken stabil, heb dann das linke Knie und zieh dein Knie zur Brust. Und dann strecken wir das Bein einmal zur Decke und dabei geht der Po ein kleines Stück hoch. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, noch 3, noch 2. Und den letzten und ab langsam wieder abrollen. Spür die Kräftigung im hinteren Oberschenkel. Noch einmal tief einatmen, ausatmen, Bauch zieht fest. Mit der nächsten Ausatmung schieb wieder nach oben. Achtung, wir gehen wieder ein kleines Stück tief und halt deinen Oberkörper stabil. Das rechte Bein. Knie zieht einmal an und streckt das Bein zur Decke. Mit dem Ausatmen schieben, schieben. Auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, den letzten. Und wieder ab und langsam abrollen. Okay. Atmen wieder tief ein, ausatmen, Bauch wieder fest. Wir heben mal den Oberkörper an und stellen die Fersen auf den Boden. Schieb dich weit vor. Halt dich, zieh den Bauch noch ein bisschen fester. Halt dich, heb die Beine langsam ab. Lass die Unterschenkel waagerecht zum Boden. Zieh die Fußspitzen ab, an. Und dann drücken wir mal kräftig zum Boden. Komm, drücke und drücke. Und drücke. Und drücke. 8 mal. 7. 6. Noch 5. 4. 3. 2. Und anhalten. Halt den Bauch fest. Ganz festhalten. Und die Schultern bleiben oben. Das linke Bein streckt einmal zum Boden. Rechts zieht das Knie wieder über die Hüfte. Zieht die Fußspitze wieder an und dann streckt den rechten Arm einmal aus. Und der linke kommt nochmal dazu und der rechte geht wieder tief und der linke auch. Okay, rechts geht hoch, tief Luft holen, wechsel die Beine und wechseln. Bauch bleibt ganz fest und wechseln, wechseln. Wechsel, wechsel und ein Wechsel und wechsel, wechsel, wechsel und strecke. Bis knapp über den Boden, wenn du kannst. Halt den Bauch ganz fest. Komm, zieh nochmal durch. 8 mal noch. Zack. Und 7.
siebenmal. Und sechs. Und fünf. Noch viermal. Und nochmal drei. Und zwei. Und den letzten. Zack. Und dann geht der Arm wieder zurück. Das Bein kommt wieder ran. Leg dich ab, zieh deine Knie einmal kräftig zur Brust, entspann deinen unteren Rücken, stell die Füße auf. Wir stellen die Fersen in den Boden, atme wieder tief ein und mit der Ausatmung zieht der Bauchnabel wieder fest und der untere Rücken zieht etwas tiefer. Halt die Spannung, Fußspitzen ziehen zum Körper, heb den Oberkörper hoch und dann atme durch die Nase einmal ein, und viermal aus und dabei ziehst du dich nach vorne. Ja? Nase atmet ein und dann 4, 3, 2, 1. Luft hole. 4, 3, 2, 1. Luft. 4, 3, 2, 1. Hol Luft. Aus, 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 aus. Luft hole. 4, 3, 2, 1. Luft hole. 4, 3, 2, 1, Luft holen. 4, 3, 2, 1, noch einmal. 4, 3, 2, 1 und abheben. Stell die Füße wieder auf. Streck die Arme jetzt lang. Mit der nächsten Ausatmung zieht der Bauchnabel wieder fest. Halt dich. Beckenboden auch wieder fest. Streck dann das rechte und das linke Bein aus. Spannung halten, mit der nächsten Ausatmung heb den Oberkörper, das Kinn zieht leicht zur Brust. Und mit der nächsten Ausatmung rechtes Bein, linkes Bein anheben. Jawohl, streck die Fußspitzen, halt dich einfach mal nur in der Position, zieh den Bauch noch ein bisschen fester. Wenn du die Spannung im Bauch nicht halten kannst, und wieder in dein Hohlkreuz fällst. Setz ab und bau wieder ganz neu auf. Zieh wieder den Bauchnabel fest. Spannung aufbauen. Und wer es gar nicht schafft, der winkelt dabei die Beine ein bisschen an. Und hält dann einmal. Und noch 8, 7, 6, 5 gestreckte Arme. 4, 3, 2 und lösen. Nochmal die Beine ausstrecken. Arme lang, eng am Kopf, Bauch ist fest, Beckenboden auch. Hebt den Oberkörper etwas vom Boden, hebt die Beine ab. Und dann ziehen die Knie zur Brust und die Arme schieben nach vorne Richtung Sprunggelenke. Zieh die Fußspitzen an, halt deine Unterschenkel waagerecht zur Decke. Wir halten, halten und ziehen uns noch ein Stückchen vor, noch ein bisschen vor. So richtig weit hoch, verkürzt deine Bauchmuskeln. Halte dich hier oben. Achtung, dann geht's in die Streckung. Atme wieder durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und dabei streckst du die Beine und die Arme lang. Schultern bleiben hier oben, Bauch bleibt fest. Ganz fest den Bauch halten. Und dann geht's los. Tief Luft holen durch die Nase. Mund atmet aus und in die Streckung, 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 jetzt. Und wieder einatmen. Wenn das zu schwer ist, der geht nicht ganz weit nach vorne, der bleibt in der Position und zieht dann zurück, ja? Und strecken, ziehen. Und strecken und ziehen. Und strecken, ziehen. Und strecken, ziehen. Strecke, ziehen, strecke, ziehen. Wenn dir der Kopf zu schwer wird, ja, dann schau erstmal, ob du den Kopf einmal bei der Bewegung zur Seite drehen kannst, in eine andere Position und wechsel dann auch nochmal die andere Seite, ja. Einfach mal den Kopf in eine andere Position drehen. Wenn das nicht gut ist und du schon immer noch Probleme mit dem Nacken hast, dann leg eine Hand hinter deinen Kopf, halt den Kopf aber ganz still und wechsle dann auch nochmal
Auf die andere Seite, ja? Ziehen, zack. Ziehen, zack. Die letzten acht, komm, anziehen. Langsam, kontrolliert. Sechsmal noch. Sechs. Und fünf. Und vier. Und drei. Noch zwei. Und den letzten Strecken halten. Halten. Komm, noch ein bisschen halten. Achtmal noch, komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Lösen und die Knie einmal zur Brust ziehen. Super. Und dann stellen die Füße wieder ab. Locker einmal den Rücken. Bauch einmal nicht angespannt. Und dann geht es weiter. Okay. Nase atmet ein, Mund atmet aus. Versuch lange Ausatmungsphase zu haben, ja? Einmal lang ausatmen, damit du danach wieder viel Luft einatmen kannst. Tief einatmen. Ausatmen. Bauchnabel zieht fest, unterer Rücken wandert nah an die Matte, Beckenboden ist fest, deine Taille wird schmaler, halt dich, halt den Bauch ganz fest, zieh die Schultern tief, zieh den Kopf lang und die Spannung mal richtig schön halten, Bauch zieht noch ein bisschen fester, halten, dann geh hoch, rechtes Knie zieht hoch, linkes Knie daneben. Und deine Kniescheiben zeigen Richtung Decke, deine Fußspitzen sind angezogen, deine Unterschenkel waagerecht zur Decke. Und dann halte dich wieder in der Position. Schieb die Arme einmal zur Decke hoch, Schultern lösen sich, das Kinn zieht leicht zur Brust, die Knie bleiben über den Hüften, ja, und dann gehen nur die Arme nach hinten. Der Rest bleibt da, wo er ist. Mit der Ausatmung zieh die Arme tief und wieder zur Decke. Der Kopf bleibt ruhig, runterziehen, Luft holen und ausatmen, Luft holen, ausatmen. Schräger Blick zur Decke und ausatmen, hoch, ausatmen, hoch und lange Arme, hoch und lange Arme. Hoch und nochmal, zieh lang, hoch, die letzten viermal, nach oben, dreimal, nach oben, zweimal, nach oben, bleib dann gleich mal oben, ja, bleib oben, rechtes Bein, zieh zurück und zieh, schieb wieder vor, ja, komm, ausatmen. Ausatmen. Linkes Knie bleibt da, wo es ist. Die Arme bleiben auch Richtung Decke. Ja? Einfach nur strecken, anziehen. Ausatmen, einatmen. Aus, ein. Schultern bleiben oben. Und strecken. Und ausatmen. Ausatmen. Und achtmal noch. Wenn der Kopf zu schwer wird, dann nimmt eine Hand hinter den Kopf, in den Nacken, wenn dir der Kopf zu schwer wird. Ja. Und schieb noch die letzten vier, streck die letzten drei knapp über den Boden, die letzten zwei. Und dann wechseln wir, komm, und ausatmen, und ausatmen, ausatmen, und ausatmen. Und strecken. Und ausatmen. Und aus. Und aus. Die letzten vier. Vier noch. Und drei noch. Und zwei noch. Die letzten. Beide Beine gehen runter. Strecken. Und ausatmen. Und aus. Und aus. Und aus. Und ausatmen. Aus. Komm, die letzten viermal schaffen wir. Und drei. Und zwei. Und den letzten. Und
Knie einmal zur Brust. Entlaste deinen unteren Rücken. Einmal ein bisschen kreisen, wer mag. Über den unteren Rücken. Kreisen. Jawohl. Stell die Füße wieder ab. Dann nehmen wir noch einmal die Hände neben dem Po auf den Boden. Leg die Hand in den Boden. Streck das rechte Bein und halt dein Bein. Streck das linke Bein, zieh den Bauch dabei natürlich fest. Und dann geh auf den Unterarm, streck die Füße lang, zieh dein Kinn ein ganz klein wenig zur Brust und dann halt noch einmal in der Position, feste Bauchmuskeln, Beckenboden fest, halten, halten, halten. Und komm, wir machen nochmal einmal die Beine auf und kreuzen, auf, kreuzen, auf, kreuzen, auf, kreuzen, aus. Kreuzen, ausatmen und vier noch und dreimal noch, zweimal noch, den letzten und wieder zusammen ablegen, anziehen und den unteren Rücken wieder entlasten. Einmal abstellen. Super, von da geht es jetzt über die Seite in die Bauchlage. Roll dich einmal über die Seite. Dreh dich einmal in die Bauchlage. Leg deine Stirn auf den Boden ab. Die Beine lang. Und dann heb den Kopf etwas vom Boden ab. Lass deine Halswirbelsäule in Verlängerung der Brustwirbelsäule. Schieb die Arme vor. Lass die Daumen Richtung Decke zeigen. Heb die Beine ab und wir halten wieder. Atme weiter durch die Nase ein und durch den Mund aus. Halten. 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 Noch acht. Noch sieben. Bauch ist ganz fest. Noch sechs. Und fünf. Noch vier. Und drei. Letzten zwei. Und lösen. Tief einatmen, ausatmen, Bauch zieht fest. Zieh jetzt deine Ellenbogen unter deine Schultern. Leg die Unterarme ab. Und zieh, dass deine Schultern über den Ellenbogen sind. Die Beine hüftweit auseinander. Stell die Fußspitzen in den Boden. Mit der nächsten Ausatmung ziehst du wieder den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Achtung, und mit der nächsten Ausatmung komm nach oben. Zieh den Bauch noch ein bisschen mehr fest. Bleib gerade und schieb den Po nicht zur Decke. Zieh den Hals lang und deine Unterarme ziehen zum Körper. So als wenn du ein Gewicht zum Körper ziehen möchtest. Bau die Spannung auf zwischen den Händen und den Füßen. Ganz kräftig ziehen und halten. Beine sind gestreckt. Atme locker weiter. Nase atmet ein. Mund atmet aus. Von da geht es gleich in die Seite, ja? Bauch nochmal festziehen. Schultern weg von den Ohren. Heb das Brustbein. Und mit der nächsten Ausatmung geh in die rechte Seite. Stütz dich ruhig erstmal ab. Bleib mit den Füßen übereinander oder voreinander und wenn es gar nicht geht, winkel die Beine an. Ja? Okay, zieh die Schulter wieder vom Ohr weg und zieh deinen Unterarm wieder Richtung Körper. Kräftig anziehen. Streck deinen linken Arm zur Decke. Halt dich und dann gehen wir durch den Körper hindurch. Bauch bleibt fest. Komm. Einmal ausatmen. Schieb durch. Schau hinterher. Guck auf deine Hand, atme weiter, Luft holen und ausatmen, schieb wieder durch und Luft holen und ausatmen, durchschieben hinterher, gucken, viermal das Ganze und durchziehen, dreimal das Ganze, durchziehen, noch zwei und ziehen.
wieder zum Körper. Halt dich. Halt dich. Bauch zieht fest. Po schiebt nicht zur Decke. Ja, halt dich. Von da mit der nächsten Ausatmung in die linke Seite. Erstmal abstützen. Beine übereinander oder einen Fuß vorsetzen. Zieh den Unterarm kräftig an Richtung Körper. Streck den rechten Arm zur Decke. Und dann geht es durch den Körper hindurch. Mit der Ausatmung schau hinterher. Und zieh noch einmal nach oben. Und nochmal raus. Und zieh nochmal nach oben. Und nochmal. Durchziehen. Die letzten vier. Viermal. Durchziehen. Dreimal. Durchziehen. Zweimal. Durchziehen. Und den letzten. Und langsam nochmal durchziehen. Zur Decke, zur Mitte. Vorletzte Übung. Wir sind nochmal im Frontstütz. Bauch ist fest. Unterarme ziehen wieder kräftig zum Körper. Halte ich nochmal. Halte ich nochmal. Und dann geh einmal tief. Und jetzt ziehen die Hände unter deine Schultern. Nicht mehr die Ellenbogen, sondern die Hände. Oberarme klemmen ganz fest. Faust oder Hand. Füße jetzt wieder hüftweit in den Boden gesteckt. Halt dich. Mit der nächsten Ausatmung zieh den Bauch wieder fest. Und mit der nächsten Ausatmung hoch. Und halten. Das ist ja unsere Lieblingsübung. Die versuchen wir immer wieder. Halt noch ein bisschen. Halten, 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 lösen. Die Hände aufgestellt, die Fußspitzen lang. Schieb dich weit hoch. Drück deine Hüften in den Boden. Halt dich, schau nach vorne. Richtig schön den Bauch in die Dehnung bringen. Ja, von da. Geh auf die Knie. Nimm die Hände einmal hinterher, stell die Fußspitzen nochmal auf, schieb den Po noch einmal zur Decke, schau durch deine Beine hindurch, drück die Fersen in den Boden ganz kräftig, ausgestreckte Beine in die Dehnung gehen und dann krabbel nach hinten, winkel die Knie an und roll dich Wirbel für Wirbel einmal nach oben, kreis die Schultern. Dankeschön fürs Mitmachen. Das war's. Bleibt fit!